Magdalena Neuner ist wieder zurück im deutschen Quartett. Bundestrainer Uwe Müßiggang sucht immer noch die vier deutschen Damen für Olympia. Wir freuen uns alle auf den Wettkampf und auch in der Konstellation zu laufen. Wir sind ja praktisch die Staffel, mit der wir schon Weltmeister geworden sind in Antholz und das Jahr später in Östersund. Nur dieses Mal anders aufgestellt. Anlaufen wird Andrea Henkel die sechste vom Sprint hier in Ruhpolding. Danach folgt Magdalena Neuner. Die sechsmalige Weltmeisterin will ein Ausrufezeichen setzen, denn sie möchte unbedingt zur Olympiastaffel gehören. Martina Beck, normalerweise Startläuferin auf der dritten Position heute. So kann sie dem Trubel am Start entgehen. Die erste Runde ist in der Staffel immer ein bisschen hektisch. Ich weiß auch nicht, da denkt immer jede, sie muss jetzt da unbedingt vorne weghirschen und dann auf einmal kann sie nicht mehr und dann wird sie wieder überholt. Es war wirklich in den letzten Staffeln immer ein bisschen hektisch und ich bin mal gespannt, was die Andrea dann morgen sagt. Schlussläuferin Kathi Wilhelm liefert die Kampfansage. Wir wollen noch mal zeigen, dass wir auch gut drauf sind vor Olympia in der letzten Staffel und ja, mal sehen. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass sie mit dem heimischen Publikum einen Sieg feiern wollen.